Sunday Morning, dein Abenteuer mit Gott. Danke sehr, liebe Steffi. Ich hoffe, ihr habt Ostern gut überlebt. Ich habe das auf alle Fälle. Also obwohl man so viel Schoko isst, dass man dann denkt, ach, geht gar nicht mehr. Alle Eier gefunden. Also ich war einmal auf einer Osterveranstaltung und haben eine Eiersuche gemacht. Und dann haben wir 3 Jahre später ein Ei hinter einem Heizkörper entdeckt. Also das wurde dann leider nicht gefunden. Ich hoffe, ihr habt alle Eier gefunden. Ich muss sagen, bei mir ist immer Ostern. Das ist auch mein Icebreaker. Ich habe jeden Tag Ostern, ich suche immer irgendetwas. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Also, dass man oft Dinge verlegt und ja, dass zwar keine Ostereier sind, aber ein paar andere Dinge. Für alle Mamis, die fleißig gebacken haben über Ostern, über die letzten Tage, habe ich auch noch was mitgebracht. Ich habe nachgeforscht, Thermomix ist gar kein Gallier. Also nur zur Info für alle, die Asterix und Obelix genauso lieben wie ich. Der Thermomix gehört da anscheinend nicht dazu. Wir meinen Thermomix. Die Steffi liebt Thermomix. Gut, also wir haben heute ein spannendes Thema. Wer glaubt, wird selig? Von Zweifel, Zeichen und Zeitzeugen. Ich liebe ja Umfragen, wie ihr mitbekommen habt, vermutlich. Und natürlich habe ich auch heute wieder eine Umfrage mitgebracht. Und zwar, wer glaubt, wird selig? Ich habe so geschaut, wie schaut es denn eigentlich mit dem Glauben in Österreich aus? Also was glauben denn die Österreicher so? Bitte die Umfrage. Woran Österreicher glauben? Von welchen der folgenden Wesen glauben Sie persönlich, dass sie existieren? Es ist ganz interessant. Also Schutzengel sind ganz hoch oben, total angesagt. 58% der Österreicher glauben an die Existenz von Schutzengel. An einen einzigen Gott, da wird schon ein bisschen problematischer. Das sind nur 28%. Engel und Erzengel, ja, das spiegelt sich in der ersten Frage schon wieder. Dreifaltiger Gott, das sind nur 21%. Nothelfer, auch interessant. 20%, also man fängt dann so zum Beten an, wenn es kritisch wird, dann glaubt man an etwas, dann braucht man auch was. Heilige, die schon im Himmel sind, 15, auch interessant, Gespenster, ich weiß nicht, wer von euch da herinnen sitzt, sondern Gespenster glaubt, 9% der Österreicher glauben tatsächlich an Gespenster und auch an Poltergeister, 7%, ja, also da gibt es schon interessante Glaubensüberzeugungen. An ein gutes Karma glauben 72%, interessant. An Gottes Allmacht nur 39%. Ja, da wird schon ein bisschen. Und an die Auferstehung, die wir zu Ostern gefeiert haben, glaubt nur jeder Fünfte. Aber mit der Auferstehung ist es auch nicht so einfach. Okay, was glauben die Österreicher noch? Ich habe noch eine zweite Umfrage, und zwar das Glaubensbekenntnis wurde Punkt für Punkt abgefragt. Nächstes. Das ist nur so ein Überblick. Also dass es einen allmächtigen Gott gibt, das habe ich schon erwähnt, 39%, dass Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, sind 30%, dass Jesus der Sohn Gottes ist, auch ca. 30%, dass Jesus gekreuzigt wurde, gestorben und begraben wurde, glauben 49%. Das ist historisch recht gut nachweisbar übrigens. Das bezweifeln auch nicht die Historiker, dass Jesus gelebt hat und auch gekreuzigt worden ist. Dass Jesus von den Toten auferstanden ist, ja, das haben wir bei dem Fünftel, das sind nur mehr 20% der Bevölkerung. Also wir sehen, der Glaube der Österreicher divergiert recht, aber eins ist sicher, wir haben trotzdem irgendwie einen Sinn für das Übersinnliche. Ja, wir haben irgendwie so etwas, also wir glauben gerne an etwas, das unsere Existenz, unsere menschliche Existenz übersteigt. Dass das mit der Auferstehung nicht so leicht ist, das lesen wir übrigens auch heute im Evangelium. Also da sind die Österreicher mittendrin in der Apostelgeschichte gar nicht so weit entfernt. Der Apostel Thomas zum Beispiel, der gezweifelt hat, ob Jesus tatsächlich auferstanden ist. Und zwar massivst das angezweifelt hat. Also wir sind mittendrin, die Apostel, manchmal sehen wir die so verklärt, ja, dann kommt dann schon das Weihrauchfass, wenn wir in der Bibel lesen. Ganz so ist es nicht, sondern die waren auch ganz normale Menschen mit ganz normalen Fragen und ganz normalen Zweifeln. Trotzdem merken wir, dass wir als Menschen irgendwie gerne etwas haben oder dass wir etwas brauchen, das über uns hinausgeht. Ja.
Und dass wir nicht nur aus dem Körper bestehen, sondern anscheinend auch etwas, so etwas haben, das wir Seele nennen. Wir merken das zum Beispiel auch sehr gut bei psychosomatischen Krankheiten. Ja, ich habe letztens ein Mädel getroffen und sie hatte einen Tinnitus. Und ich habe sie gefragt, seit wann sie denn hat. Sie hat gesagt, circa ein Jahr. Und sie glaubt, sie hat den Tinnitus bekommen, weil sie einfach so gestresst war, weil sie einfach so viel zu tun hatte. Deswegen hat sie einen Tinnitus bekommen. Und daran sehen wir so, dass wir psychosomatisch eigentlich sind. Ja, dass wir einen Körper und eine Seele haben und dass sich Dinge, die uns belasten in unserer Psyche, plötzlich auf unseren Körper auswirken. Es gibt auch viele Menschen, die unter Schlaflosigkeit leiden. Zum Beispiel, wenn man sehr viele Sorgen hat, ja, und sie so den Kopf immer zermartert und so viele Zukunftssorgen womöglich hat über gewisse Umstände, dann kann es auch, dass man in eine Schlaflosigkeit kommt, die man nicht mehr so schnell los wird. Oder ich habe viele Menschen getroffen, auch für Leute gebetet, die zum Beispiel Rückenschmerzen haben. Ja. Und oft sind das auch Leute, wenn man sie fragt, dass oft haben diese Leute auch besondere Sorgen, ja, dass irgendwie so eine schwere Last irgendwie mit sich tragen. Und dann plötzlich bekommen sie körperliche Symptome für etwas, was eigentlich sie in den Gedanken abspielt. Ja. Oder Esssucht zum Beispiel. Wir wollen irgendwas in uns sättigen. Und plötzlich äußert sich das in körperlicher Form. Übrigens auch so, wenn man verliebt ist. Ja, wenn man verliebt ist, dann hat man anscheinend keinen Hunger mehr. Also dann ist irgendwie so alles. Also man merkt, man ist so involviert in den Gedanken. Ich habe gleich gefragt, ob das tatsächlich so ist. Man ist so involviert in den Gedanken, in die andere Person, dass es passieren kann, dass man Mahlzeiten einfach auslässt oder vergisst sogar, wenn man es einfach nicht braucht. Ja, also wir sehen, die unsichtbare Wirklichkeit ist genauso real wie die sichtbare Wirklichkeit. Du bist nicht ein natürliches Wesen mit einer übernatürlichen Begabung, sondern vielmehr sind wir ein übernatürliches Wesen mit einer natürlichen Erfahrung. Das heißt, Gott, er hat uns eine Seele geschenkt. In dem Moment, wo wir erschaffen wurden, hat Gott uns ein übernatürliches Lebensprinzip eingehaucht. Das ist die Seele. Das ist etwas, was nicht menschlich reproduzierbar ist. Ja, die Seele kann man nicht erschaffen. Der Mensch kann das nicht. Ja, man kann körperliche Zellen herstellen, aber dieses übernatürliche Lebensprinzip, das wir Seele nennen, das kann der Mensch nicht erschaffen. Und es ist so, dass wir nicht nur einen Leib und eine Seele besitzen, sondern du bist Leib und Seele. Das ist einfach ein Teil deines Wesens. Das gehört zu dir und das gehört zusammen. Das kann man nicht einfach trennen. Ja? Man kann nicht sagen, okay, das ist das geistige Prinzip und das ist mein Körper und das eine interessiert mich nicht, sondern eben diese psychosomatischen Krankheiten zum Beispiel zeigen auch, dass das alles zusammenhängt und dass es sehr wichtig ist, dass es in einer guten Harmonie, in einer guten Einheit ist. Gut, also vor einer Woche haben wir Ostern gefeiert und jetzt werfen wir mal kurz einen Blick hinein, was eigentlich die Jünger Jesu gerade so machen. Ja, so eine Woche ist vorbei, Jesus ist, der Leichnam ist aus dem Grab verschwunden, ja, so in der Perspektive der Jünger. Und schauen wir mal, was tun sie denn eigentlich so? Johannes 20, 19, da lesen wir folgende Stelle. Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus in ihre Mitte und sagte zu ihnen, der Friede sei mit euch. Also die Jünger sind eigentlich noch immer gefesselt von dieser Dramatik, die sich letztes Wochenende abgespielt hat. Ja. Also sie haben 3 Jahre investiert und sind einem Mann nachgegangen, von dem sie geglaubt haben, da ist etwas Besonderes. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, am Anfang waren sie am See Genezareth und Jesus ist gekommen, sie sind ihm das erste Mal begegnet. Und Jesus hat gesagt, Simon, folge mir nach, ja. Johannes, folge mir nach, Andreas, folge mir nach, hat diese Jünger gerufen. Und sie waren so fasziniert einfach nur von dieser einen Begegnung, dass sie die Netze fallen gelassen haben und dass sie ihm nachgefolgt sind. Und irgendwas, das hat sie in den Bann gezogen. Ja, dieser Mann war irgendwie anders. Und sie sind 3 Jahre durch das Land gezogen, haben ein 3-Jahres-Abenteuerprogramm gemacht, ja, Heilungen gesehen, Zeichen, Wunder. Und sie hatten irgendwie diesen Duft eines neuen Lebens. Ja. Und dann so in den letzten Wochen vor seinem Tod haben sie immer wieder so diese rätselhaften Worte in ihren Ohren gehabt. Und zwar hat Jesus mehrmals irgend so was Ähnliches gesagt wie, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann
bringt es keine Frucht. Und er hat so etwas gesagt, wie der Menschensohn muss sterben, ja, weil er wird am dritten Tage auferstehen. Immer wieder so rätselhafte Worte erwähnt. Und die Jünger haben sie aber nicht gescheit ausgekannt. Ja. Sie haben gedacht, okay, was bedeutet das? Sie haben nicht gewusst, was der Sinn dieser Worte ist. Und dann die Dramatik von Karfreitag. Er stirbt auf eine grausamste Weise. Ja. Es ist tatsächlich die grausamste Foltermethode, die antike Welt zu der Zeit kennt. Seine Freunde, die Apostel, die 3 Jahre mit ihm unterwegs waren, die so eine tiefe Beziehung mit ihm hatten, haben ihn alle verlassen, sind geflohen. Petrus hat ihn 3-mal verleugnet, seinen besten Freund, bevor er kurz noch gesagt hat, ich werde sogar mit dir in den Tod gehen. Er hat ihn 3-mal verleugnet, gesagt, ich kenne den Typen nicht, keine Ahnung, wer das ist, ich habe nichts mit ihm zu tun. Und dann sind sie in dieser Situation, Jesus ist tot. Dann kommt noch etwas dazu, ja. 3 Tage später kommen die Frauen total aufgeregt und sagen, der Leichnam ist weg, ja, ist auferstanden. Sie wissen nicht genau, okay, was bedeutet das jetzt wieder? Hat ihm jemand den Leichnam gestohlen? Was ist jetzt passiert? Und sie sind einfach so voller Zweifel. Ja. Sie sind voller Zweifel. Was passiert jetzt? Ja, jetzt haben wir 3 Jahre investiert und jetzt, was soll man jetzt tun? Zurück ins alte Leben. Ja, soll man wieder fischen gehen? Das ist auch nicht mehr so das Wahre, das einen erfüllt. Ja. Und irgendwie sind sie einfach voller Zweifel. Das nächste Bild. Und einfach völlig verwirrt. Und da passiert etwas. Gott, er kommt. Jesus, er tritt in ihre Mitte. Und er sagt, Shalom, der Friede sei mit euch. Gott, er beginnt da, wo unsere menschliche Berechnung endet. So ist Gott. Er beginnt dort, wo wir keinen Plan mehr haben. Dort, wo wir sagen, alle unsere Pläne sind einfach aus. Gott beginnt da, wo unsere menschliche Berechnung aufhört. Gott, er liebt es, das Unmögliche möglich zu machen. Ganz ehrlich, die Auferstehung konnte sich keiner ausdenken. Ja? Also wir wissen irgendwie eine Sache fix in unserem Leben, dass jeder mal sterben muss. Aber dass es etwas gibt, das, das den Tod aushebelt, daran denken wir nicht. Das ist einfach ein Prinzip und das ist unumstößlich. Aber Gott, er liebt es, solche Dinge auszuhebeln. Niemand hat mit der Auferstehung eines toten Menschen gerechnet. Niemand konnte erahnen, dass in dem grausamen Sterben Jesu das größte Leben aufersteht. Mir kommt vor, das ist die Didaktik Gottes. Ja? Er liebt es. Er liebt so überraschende Wendungen in der Geschichte. Er schreibt seine Geschichte und man denkt, ah, okay, wie wird das jetzt passieren? Und dann sagt Gott, nein, ganz anders. Und es gibt eine Bedienung, die das Unmögliche möglich macht. Das ist wie eine Tür. Und dieses Tor, diese Tür buchstabiert sich mit einem Wort, und zwar Glaube. Diese Tür heißt Glaube. Wer glaubt, dem ist alles möglich, lesen wir in der Bibel. Also wenn du glaubst, dann ist dir nichts unmöglich. Und ich finde das so ein starkes Wort. Wer glaubt, der reicht in die übernatürliche Welt hinein. Also Jesus, er hat's geglaubt. Er hatte auch diese Zweifel. Er hat gesagt, okay, Vater, wenn es irgendwie geht, dann bitte versuch, dass wir das Kreuz, dass wir das auf die Seite lassen. Ja? Also er hatte diese Zweifel, dieses Ringen im Garten Gethsemane. Aber er hatte noch etwas. Er hatte diesen starken Glauben und dieses starke Vertrauen, dass er sagt, Vater, ich weiß, dass dein Plan gut ist und dass dein Plan besser ist als mein Plan. Ja? Und dass der Plan der Menschen. Judas hatte Jesus ausgeliefert, damit er endlich zum politischen König wird, dass er sich endlich durchsetzt und wehrt. Ja? Aber der Plan Gottes war anders. Wer glaubt, der reicht in die übernatürliche Welt hinein. Der Glaube ist etwas, was uns selber übersteigt. Also auch die Hoffnung ist so etwas. Wenn wir etwas hoffen, dann hoffen wir auf etwas, was unsere menschlichen Fähigkeiten einfach überragt. Und dieser Glaube, der ragt in eine unsichtbare Wirklichkeit hinein. Wir sagen, Gott, womöglich hast du einen größeren Plan, ja? Womöglich bist du der noch etwas im Petto hat, quasi, wenn wir nichts mehr, nicht mehr weiter wissen. Und heute hören wir aus der Bibel eine Stelle aus 1. Johannes 5,5, die es eigentlich sehr schön zusammenfasst. Und das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat, unser Glaube. Wer sonst besiegt die Welt außer dem, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also durch den Glauben haben wir Zugang zum Unmöglichen. Und wir lesen sehr viele Geschichten in der Bibel. Ja, da gab es sehr viele Personen, die haben
Eine, die hat alle eines ausgezeichnet, und zwar hatten sie einen starken Glauben. Ganz am Anfang lesen wir zum Beispiel von Abraham. Abraham war ein reicher Mann, er hatte total großen Besitz, er hatte eigentlich alles, was er zum Leben brauchte, nur eine Sache hatte er nicht. Und das war eigentlich fatal. Er hatte keine Nachkommen. Und das war in der damaligen Situation, in dieser Kultur, das war so quasi, als hätte Gott einen gestraft, ja. So hätte, als hätte Gott einen abgeschrieben. Und das war eine Schande. Und dann ist Gott gekommen, relativ spät. Ja, man sagt immer, bei Gott gibt es zwei Zeitstufen, langsam und sehr langsam. Und dann ist Gott gekommen, da war er schon so 70 Jahre alt oder noch älter und hat gesagt, du Abraham, ich gebe dir ein Versprechen. Schau mal in diesen Sternenhimmel, schau dir die ganzen Sterne an und zähl sie mal. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals versucht habt. Also es ist ja auch eine bewährte Einschlafmethode. Und er hat gesagt, schau dir diese Sterne an, so zahlreich wie die Sterne im Himmel, so werden deine Nachkommen sein. Und dann gibt es einen Satz in Galater 3,6, da steht, so auch bei Abraham, er glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, wie kommt dieser Typ dazu, dass er das wirklich glaubt? Ja, man könnte ja sagen, Gott, du bist total verrückt. Ja, wie soll man denn das glauben? Also ganz auf natürlicher Basis ist es einfach nicht mehr möglich, dass man Kinder bekommt und Nachkommen bekommt. Aber Abraham hat diesen starken Festen, der hat gesagt, Gott, ich vertraue dir. Ja? Aber wenn es unmöglich erscheint, ich vertraue dir. Genauso Maria, das kleine Mädchen aus Nazareth, sie war 15, da kommt Gott zu ihr und sagt so, oh, Entschuldigung, könntest du die Mutter von Gott des Universums werden? Ja? Und sie, okay, keine Ahnung, wie es funktioniert, aber ich vertraue dir, Gott, ich vertraue dir. Und dann, wir sehen das auch bei den zahlreichen Heilungen, von denen wir lesen. Er ist Jesus durch das Land gezogen, er hat so viele Menschen geheilt. Er konnte nur wenig Heilung tun, wo wenig Glaube war, in Nazareth, wo er hergekommen ist. Aber zum Beispiel, wir lesen das Beispiel einer Frau. Jesus war eigentlich gerade unterwegs zum Jairus, das ist der Synagogenvorsteher gewesen, so quasi wie eine Art Priester. Und er war eigentlich unterwegs so. Und dann kommt plötzlich diese Frau, und es waren tausende Menschen um Jesus, und diese Frau, sie hatte so einen starken Glauben, sie hat gesagt, wenn ich nur sein Gewand berühre, wenn es nur der Saum seines Gewandes ist, dann werde ich geheilt. Sie hatte einen Blutfluss, ja, und war über viele Jahre blutflüssig, und sie hatte diesen starken Glauben. Und dann in Markus 5,34, dann lesen wir, wie Jesus reagiert hat. Er sagt, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Und ich habe sehr viele Menschen gesehen, die Heilung bekommen haben, weil sie einfach so dieses starke Vertrauen hatten, dass sie gesagt haben, Gott, er wird mich heilen, ja, und er wird etwas tun. Und Jesus, er sagt da, Amen, Amen, ich sage euch, wenn euer Glaube nur so klein ist wie ein Senfkorn und ihr sagt zu diesem Berg, rück von hier nach dort, dann wird er wegrücken. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal ausprobiert hat. Aber Gott, er sagt, nichts wird euch unmöglich sein. Und wer einen Glauben hat, dann wird plötzlich alles möglich. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von einer Freundin. Sie ist ins Einkaufszentrum gegangen und sie waren zu zweit unterwegs und ihre Freundin sagt so, okay, könnten wir nicht für jemand um Heilung beten? Weil ich höre immer diese tollen Geschichten, dass Leute geheilt werden, wenn du für sie betest. Und sie sagt, ja, wir können gerne für jemanden beten, vielleicht für jemanden, der Krücken hat. Ihre Freundin sagt, bet mal lieber für jemanden, der im Rollstuhl sitzt. Und sie so, okay. Und dann sitzen sie hin. Sie hat sich gedacht, na, hoffentlich kommt keiner vorbei, der im Rollstuhl sitzt. Und dann im nächsten Moment kommt schon einer daher geflitzt. Sie gehen hin und fragen, hey, können wir für dich beten? Und es war ein Mann, der seit über 20 Jahren im Rollstuhl gesessen ist. Und er hat gesagt, ja, kannst gerne beten. Und sie beginnen zu beten. Und dieses Mädel, sie hat gesagt, sie hat einfach so stark den Glauben, sie hat einfach den Namen Jesus ausgesprochen. Jesus, Jesus, du bist der, der heilt, ja, und du wirst etwas tun. Und sie hat einfach den Namen Jesus ausgesprochen über diese Person. Und plötzlich, sie hat die Augen zugehabt und plötzlich merkt sie, wie ihre Hand so nach oben geht und sie merkt, wie dieser Mann aufsteht und plötzlich zu gehen beginnt, ja. Und dieser Mann ist nach über 20 Jahren im Rollstuhl. Heute geht er ohne Rollstuhl, ja. Er geht. Er arbeitet an einer Firma mit über 100 Angestellten. Könnt ihr euch vorstellen, was los war, als er eines Tages von einem Tag auf den nächsten ohne Rollstuhl gekommen ist. Die Geschichte ist gerade so, dass dieser Mann gerade zu Jesus, dass er gerade Jesus kennenlernt. Ja, er beschäftigt sich gerade intensiv mit dem, wer Gott ist, der sein Leben
so total radikal verändert hat. Und übrigens seine 100 Arbeitskollegen auch. Ja, die sind gerade in einem massiven Prozess, was das bedeutet, dass Gott, der Gott des Universums, jemand ist, der Heilung schenkt, der lebendig ist. Aber das sehen wir, Jesus, er ist auferstanden, er lebt unter uns, er ist dasselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Wer glaubt, der gewinnt immer. Ja, wenn ihr Jesus vertraut, wenn ihr diesen starken Glauben habt, dann ist es immer ein Sieg. Wir gewinnen immer mit Jesus. Bei allen Heilungsgeschichten hören wir einfach von diesem Glauben. Was ist aber Glaube? Ja? Weil man denkt, okay, ich will auch diesen starken Glauben haben. Aber wie können wir zu diesem Glauben kommen? Was ist eigentlich der Glaube? Ich habe so einen kleinen biblischen ein paar Blitzlichter für euch mitgebracht. Das ist nächstes. Ein kleines Word Study. Also in Hebräer 11,1 heißt, Glaube ist Feststehen von dem, was man erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Ja, das heißt, also man hat diese starke Hoffnung, dass man sagt, Gott, du wirst etwas tun. Ich halte einfach dran fest. Gott, du wirst etwas tun. Es gibt dieses Wort auf Griechisch, das Glaube heißt, also Pistis. Pistis. Und es heißt mehr als wie nur Glaube in unserem Sinn, sondern es heißt eigentlich Vertrauen. Das heißt Vertrauen und Treue. Ja, Glaube ist Vertrauen. Glaube heißt, ich vertraue Gott, dass du einen Plan hast, der mein Handeln und mein Denken übersteigt. Also Gott, du wirst handeln, du wirst etwas tun, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie du das machen wirst. Es gibt noch ein zweites Wort, und zwar credere, das ist dann die lateinische Fassung. Es hat auch eine wunderschöne Grundbedeutung, das heißt nämlich, es kommt von cordare, das heißt das Herz schenken. Ja. Also ich schenke jemand das Herz. Wenn ich jemand vertraue, dann schenke ich ihm, dieser Person schenke ich mein Herz. Das Wort, das wir oft mit dem christlichen Glauben verwechseln, das ist putare, das heißt etwas für wahr halten. Ja. Das ist also nicht so genau wissen. Ja. Leute glauben, okay, wenn du etwas glaubst, wenn du an Jesus glaubst, dann weißt du nicht ganz genau, ob das wahr ist oder nicht. Das meinen wir Christen nicht. Wir Christen meinen, wir schenken einer Person das Herz. Wir glauben nicht nur an etwas, wir glauben an jemand. Wir glauben an jemand und wir vertrauen dieser Person. Wir schenken dieser Person das Herz. Das hebräische Wort übrigens heißt Aman. Aman, das heißt sich an etwas festmachen, ja, sich an etwas dranhängen. Und wir machen das auch so, wenn wir an Gott glauben, dann hängen wir uns an Gott dran. Ja, und wir wollen ihn nicht mehr loslassen. Übrigens kommt auch das Wort Amen von diesem Wortstamm. Ja. Amen, das heißt, so sei es. Es ist unerschütterlich, es ist fest. Ja. Immer wenn wir das Amen sprechen, dann sagen wir, so sei es, Gott, wir glauben dran. Und wenn wir von diesem Glauben an Gott sprechen, dann ist immer eine Beziehung gemeint. Ja, es ist nicht ein unsicheres Nichtwissen oder ein eventuelles für möglich halten, sondern es ist eine Beziehung, die auf ein Vertrauen aufbaut. Wir glauben an Jesus Christus, wir glauben an etwas Größeres, wir glauben an die Auferstehung, wir glauben, dass Gott den Tod besiegt hat. Wir glauben an jemanden, der das Unmögliche möglich macht. Und Gott, er liebt so Menschen, die so dieses starke Vertrauen haben und diesen starken Glauben, ja. Und wisst ihr, wie Gott macht, wenn er jemand sieht, der glaubt und dieses starke Vertrauen hat? Nächstes. Er schaut so. Gott, er liebt es, ja. Also wenn er jemand sieht, der glaubt und der vertraut, dann bekommt er solche Herzerlaugen. Und Gott, er will handeln. Ja. Sobald wir beginnen zu glauben und zu vertrauen, dann will Gott handeln. Das drängt ihn in seinem Herz und sagt, ah, ich höre das nicht aus, ich will einfach was tun. Ja. Wenn eine Person sagt, ich glaube, dass Gott handelt, dann sagt Gott, es bewegt mein Herz im Innersten. Und sein Herz schmilzt. Ja. Wir sehen heute in der Geschichte der Jünger, wir sehen Thomas, also ein genannt Didymus, der Zwilling, und er sagt, wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich nicht meinen Finger in seine Seite lege, dann glaube ich nicht. Ja? Also er stellt sich so quasi gegen das Vertrauen. Er sagt, na Gott, also ich brauche schon Zeichen und Wunder, damit ich überhaupt glauben kann. Und wir kommen oft in diese Position des Zweifels. Und trotzdem begegnet uns Gott so, damit wir besser glauben können. Er begegnet uns sehr individuell. Er sagt, okay, was brauchst du, damit du glauben kannst? Und er schenkt uns so viele Situationen und Möglichkeiten.
damit wir lernen, einfach ihm zu vertrauen. Gut, wie wächst denn Glaube? Wie können wir den Zweifel überwinden? Wie wird der Glaube stark bei uns? Und was hilft gegen Zweifel? Also das Erste ist, Glaube, das ist eigentlich auch das Dramatische an der Sache, er wächst immer durch Risiko. Glaube wächst durch Risiko. Das heißt, wenn ich einen Glauben habe, dann muss ich ihn aufs Spiel setzen, damit der Glaube größer wird. Und das ist ein bisschen das Dramatische, weil wenn wir immer nur den Glauben hüten und sagen, okay, ich behüte meinen Glauben und auf keinen Fall irgendein Risiko eingehen, dann wird der Glaube immer kleiner. Ja. Aber wenn wir sagen, okay, na, ich nehme den Rest meines Glaubens, ja, und ich gehe jetzt auf die Straße oder ich bete zu Gott ein kühnes Gebet, dann wird der Glaube plötzlich größer und wir erfahren Bestärkung und Ermutigung und wir erleben Dinge. Ja. Also Gott, er liebt das Risiko. Und das Interessante ist, der Glaube wird größer, wenn wir ihn aufs Spiel setzen. Was hilft noch gegen Zweifel? Wie wird der Glaube noch größer? Eins weiter? Noch eins? Haben wir schon? Danke übrigens an den Nico, er ist echt eine tolle Hilfe. Glaube wächst durch Stories, Kingdom Stories. Also Glaube wächst dadurch, dass wir anderen erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. Ja, wenn du ein Zeugnis hörst, wenn du eine Geschichte hörst aus dem Leben einer Person, die etwas mit Gott erlebt hat, dann sagst du, wow. Und dann wächst dein Glaube. Glaube wächst durch Zeichen und Wunder. Ja, und Gott, er schenkt uns so viele Zeichen. Manchmal müssen wir nur ein bisschen die Augen aufmachen, dann merken wir, wow. Gott, er spricht zu uns einfach durch die Umstände, durch die Dinge, durch Gespräche, durch Personen. Er schenkt uns so viele Zeichen seiner Gegenwart. Und Glaube wächst durch Zeugen. Zur Zeit Jesu gab es viele Zeugen der Auferstehung. Ja? Der Auferstandene ist mehr als 500 Brüdern zugleich erschienen. Und durch die Geschichte hindurch gab es immer diese Zeugen. Zu allen Zeiten, Hunderte zur Zeit Jesu, Tausende durch den Lauf der Geschichte. Und heute sind es 2 Milliarden Christen, die sich auf die Auferstehung Jesu berufen. Natürlich gibt es viele Taufscheinchristen, aber es gibt viele Leute, die sich auf den auferstandenen Christus berufen. Es gibt viele Zeugen. Und alle haben eins gemeinsam, und zwar sie behaupten, dass Jesus lebt. Sie sagen, wir glauben dran, ja. Wir bekennen, wir glauben, dass Jesus der Auferstandene ist, dass er in unser Leben hineinkommt, dass er lebt. Und heute haben wir eine besondere Ehre, und zwar ich habe eine dieser Zeuginnen eingeladen, und sie wird kurz erzählen, warum sie an Jesus glaubt und wie sie Jesus als den Lebendigen erfahren hat. Jetzt darf ich die Verena zu mir bitten. Liebe Verena, erzähl uns kurz deine Geschichte. Also ich darf euch kurz mein Zeugnis erzählen. Ich bin 19, komme aus Wackersdorf, das ist in Bayern, sehr schönes Dorf. Und ich erzähle euch jetzt, weil ich Jesus so in meinem Leben begegnet bin. Also ich komme aus einer katholischen Familie, ganz normal eigentlich. Wir haben sind sonntags in die Messe gegangen, haben immer gemeinsam gebetet. Und ja, es war halt einfach so Sonntagschristen. Und ja, so bin ich eigentlich so meine ganze Kindheit und Jugend. Ich war auch oft auf so Jugendveranstaltungen, Kinderveranstaltungen und so vom Regnum Christi, falls das jemandem was sagt. Aber ich hatte irgendwie nie so diese lebendige Beziehung zu Jesus oder habe irgendwie nie verstanden, dass er wirklich lebendig ist. Und ich war dann auf einer katholischen Mädchenschule. Und weil es unter Mädchen so ist, vergleicht man sich halt gern und ich habe mich halt auch wohl verglichen und bin dann immer mehr so in dieses Denkmuster reingerutscht, dass ich irgendwie nicht gut genug bin oder dass ich nicht schön bin und irgendwie habe ich es nicht glauben können und habe voll gezweifelt, dass Gott mich irgendwie liebt. Und dann war aber Pfingsten 2014 und ich habe hier in Salzburg, ich bin hier in Salzburg Jesus begegnet. Und zwar bei dem Pfingstfest, weil ich Jesus mein Leben geschenkt habe. Ich habe ihm mein Herz geschenkt und habe gesagt, ja, führ mir bitte aus dieser Traurigkeit heraus und zeig mir, dass du mich wirklich liebst. Und ich habe wirklich diese Liebe gespürt, ganz tief in meinem Herzen und habe gemerkt, dass da wirklich jemand ist, der mich so annimmt, wie ich bin und dass ich nicht irgendwie schöner sein muss als irgendjemand anders oder dass ich mich voll verändern muss, dass ich geliebt bin von anderen. Und das war Ostern 2017 und vor allem dieses Ostern auch nochmal ganz intensiv, weil ich habe wirklich verstanden, dass,
der Jesus, dieser Jesus, der ist für uns am Kreuz gestorben und aus reinster Liebe zu uns. Der liebt uns so sehr, dass er gestorben ist und ist dann auferstanden. Und er beschenkt mich einfach immer mit so einer Liebe, immer wieder. Und durch Menschen, durch im Gebet, ich habe einfach immer so oft das Gefühl, dass ich geliebt bin. Und das führt mich so heraus aus dieser Wunde, die ich mal früher hatte, dass ich nicht geliebt bin und dass ich irgendwie nicht schön bin. Und deshalb glaube ich auch, dass Jesus wirklich lebt, weil er wirklich auferstanden ist und uns immer wieder die Liebe schenkt, wenn man ihm das Leben schenkt. Wow, danke sehr, liebe Verena. Das ist eine von den Zeuginnen, ja, sitzen viele Zeugen hier. Ich weiß, dass Jesus eine Geschichte mit deinem Leben schreibt, auch viele, die im Stream mit uns verbunden sind. Jesus ist der Lebendige, er ist der, der unter uns lebt. Und das Leben mit Jesus beginnt eigentlich erst mit der Auferstehung. Er ist zwar vielleicht nicht sichtbar hier, aber er ist spürbar hier, auch heute in diesem Raum, wenn wir hier versammelt sind. Also nochmal kurz zusammenfassend, Gott ist ein Gott des Unmöglichen. Wer glaubt, der reicht in die übernatürliche Welt hinein. Durch den Glauben haben wir Zugang zum Unmöglichen. Und Glaube meint Vertrauen, es setzt eine Beziehung voraus. Wir glauben nicht an etwas, wir glauben an jemand. Gegen Zweifel helfen Zeichen und Zeugen. Lass uns kurz beten. Jesus, danke, dass du der Lebendige bist. Danke, dass du der Gott mit uns bist. Danke für die Wolke von Zeugen, die uns umgibt. Danke für alle Menschen, die glauben, dass du der Gott der Lebenden bist, dass du auferstanden bist. Herr, wir bringen dir alle Menschen, die das noch nicht glauben können, die dich noch nicht erfahren haben. Schenke uns mächtige Zeichen und mächtige Zeitzeugen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sunday Morning. Worship, Prayer und Preach. Kinderkirche und Babylounge. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr in der Home Mission Base Salzburg. Sei dabei!